Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. In meinem letzten Video ging es um einige News und vor allem um Nerfs, die Bungie durchführen wird. Wir haben nun endlich von Bungie Details zu den nächsten anstehenden Änderungen erhalten. Dazu gehören Details, was mit der einäugigen Maske passiert, Veränderung der Schrotflinten, Veränderung der Linearfusionsgewehren und zudem wird Bungie Veränderungen am Gambit-Modus vornehmen. Was genau verändert wird, sage ich euch in diesem Video, also dranbleiben. Ich würde sagen, wir legen direkt los und zwar mit den Änderungen in Gambit. Als erstes passen Sie die Blockertypen an. Das heißt, der kleine, der mittelgroße und der große Blocker werden verändert. Und zwar wird der kleine Blocker ein besessener Goblin sein, der weniger Gesundheit hat wie der bisherige Phalanx. Der mittelgroße Blocker wird ein besessener Champion sein mit mehr Gesundheit als der bisherige Ritter. Und der große Blocker wird ein besessener Ritter mit mehr Gesundheit als der bisherige Ogre. Diese Änderungen werden zur Folge haben, dass die Leute viel mehr mittelgroße Blocker sowie große Blocker zum gegenüberliegenden Team schicken. Was es jetzt spieltechnisch auf sich hat bzw. welche Auswirkungen das hat, ist relativ schwer zu sagen, finde ich, aber wir werden sehen, denn ich denke, Bungie hat sich da einige Gedanken darüber gemacht. Mal schauen, ob das das ganze Game schneller macht, ob es das ganze Game langsamer macht, ob es schwieriger macht. Wir können gespannt sein. Die nächste große Änderung, welche durchgeführt wird, betrifft die dritte Runde. In Zukunft wird die dritte Runde eine K.O.-Runde sein. Das heißt, die dritte Runde startet direkt mit einem Urzeitler. Somit wird einmal das Gambit-Match kürzer. Und zudem wird bei einem Unentschieden für die letzte Runde Gleichheit für beide Teams geschaffen. Wie es dann mit Schwerer Muni und dem Inven aussieht, wissen wir leider noch nicht, aber wir können auf alle Fälle gespannt sein. Neben diesen zwei großen Änderungen werden noch ein paar Kleinigkeiten verändert. Einmal werden die Spawnpositionen der Eindringlinge verändert, das heißt, dass es nicht mehr so voraussehbar ist, wo der Eindringling kommt. Und zudem wird ein Inaktivitätsschutz hinzugefügt, das heißt, Spieler, die AFK sind, werden wahrscheinlich aus dem Match geworfen. Die Änderungen bringen bestimmt neuen Wind in Gambit. Wir haben ein bisschen angepassten Spielmodus, vielleicht spielen die Leute dann etwas mehr Gambit. Ich erwarte mir jetzt nicht die große Änderung, denn es klingt jetzt cool, mal was Neues zu haben, aber Gambit wird sich damit auch nicht großartig ändern. Klar, die Runden werden kürzer, vielleicht wird es dann mehr gespielt, aber ich denke, recht viel wird sich da wirklich nicht ändern. Aber wir können gespannt sein, wie sich die Änderungen auf den Modus Gambit auswirken. Kommen wir jetzt zum interessanten Teil, die Nerfs. Erstens Linearfusionsgewehre. Bungie beschreibt es eh sehr gut, dass sie sehr dominant waren, besonders in Gambit, und deswegen wollen sie vor allem die Zielhilfewerte von Linearfusionsgewehre nach unten setzen. Das heißt, der Aim Assist von Linearfusionsgewehren wird nach unten geschraubt und da werden wir ja sehen, ob sie dann in Gambit wirklich weniger gespielt werden. Eine sehr interessante Sache ist aber, dass sie linearen Fusionsgewehren eine Schadenserhöhung von 10% in PvE verpassen. Das könnte zur Folge haben, dass wir wieder unsere Sleeper-Simulant zum Damagen gegen Bosse verwenden können. Wie viel diese 10% dann wirklich im PvE ausmachen, werden wir sehen, aber ich bin schon mal sehr gespannt drauf. Die nächste Sache, die angepasst werden, sind die Schrotflinten. Und hier wird das ein bisschen komplexer, denn Bungie will vor allem die vollautomatischen Schrotflinten ein bisschen nerven. Wie wollen Sie das anstellen? Bei vollautomatischen Schrotflinten haben wir ja einen Feuerratebonus. Der liegt zurzeit bei plus 100%. Das heißt, bei Schrotflinten, die vollautomatisch abgefeuert werden, wird die Feuerrate stark nach oben getrieben. Und das will Bungie ändern, indem sie die 100% Feuerrate-Bonus auf 10% runtersetzen.
Das heißt, Schrotflinten wie zum Beispiel die Bedrohungslevel oder die Ikelus werden nicht mehr eine sehr hohe Feuerrate beim vollautomatischen Abfeuern haben. Natürlich können Sie diese Anpassung nicht einfach so machen, denn da würde ja kein Mensch mehr im PvE eine Schrotflinte in die Hände nehmen. Aus diesem Grund werden auch noch andere Änderungen durchgeführt. Erstens erhalten die Schrotflinten für den PvE-Bereich einen Schadensmultiplikator. Zudem werden die standardmäßigen Feuerraten, wie wir sie derzeit aus den Schrotflinten kennen, erhöht. Das heißt, zum Beispiel eine aggressive Schrotflinte feuert zurzeit 45 Schüsse pro Minute ab, nach dem Patch 55 Schüsse pro Minute. Zu guter Letzt wurden dann auch noch die Munitionsreserven von Schrotflinten überarbeitet. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich weniger Schüsse in den Reserven haben, damit wir mit Schrotflinten weniger Damage drücken können. Im PvP wird die Schrotflinte hingegen nur gering angepasst. Hier wird die Reichweite etwas nach unten getrieben. Ich denke, damit will Bungie den Anreiz schaffen, mal auch andere Waffen als nur Schrotflinten im PvP zu spielen. Der Grund für diese Änderungen, denke ich mal, ist, dass Bungie einfach nicht will, dass wir mit Schrotflinten Riesenbosse runtermelden. Ich habe das immer geliebt von Bungie, mir hat das immer mega Spaß gemacht und ich finde es persönlich eigentlich schade, dass sie die so krass anpassen. Wie hoch die Damage-Output-Werte anschließend sind, ist jetzt relativ schwer zu sagen, wird sich dann festlegen, aber ich finde es schade. Ich denke, es wird dann darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft nur mehr mit der Acryos Schaden gegen Bosse machen werden, weil einfach normale Pumpen zu schwach sind, um riesen Damage zu drücken. Einmal ein paar kleine Adds, mittelgroße Bosse runterschießen geht noch gut, aber wie zum Beispiel in Last Wish Raid größere Gegner oder größere Bosse sogar mit einer kleinen Schrotflinte runterzuschießen, wird, denke ich mal, in Zukunft nicht mehr möglich sein. Finde ich persönlich schade, aber mal schauen, vielleicht darf man das noch nicht zu früh beurteilen. Zu guter Letzt noch das interessanteste Thema, die einäugige Maske. Endlich wissen wir, was im PvP angepasst wird. Erster Punkt, die Dauer von Vergeltung wurde von 15 auf 8 Sekunden reduziert. Zweiter Punkt, die Gesundheit eines Spielers wird jetzt nach einem erfolgreichen Kill nicht komplett wiederhergestellt, sondern mit der Zeit aufgefüllt. Und dann noch der dritte Punkt, Vergeltung wird nicht mehr für Spieler ausgelöst, wenn sie sich in der Super befinden. Und ich finde, diese drei Angriffe auf dieses exotische Rüstungsteil sind schon etwas krass. Also das mit der Gesundheit wiederherstellen, dass nicht auf einmal die ganze Gesundheit wiederhergestellt wird, finde ich gut, verändert den Helm etwas, aber macht ihn nicht mehr zu schwach. Aber die Dauer von Vergeltung von 15 auf 8 Sekunden zu reduzieren, finde ich schon extrem viel. Also mehr wie auf 12, maximal 10 Sekunden hätte ich das nie runtergemacht. Kurz gesagt, die einäugige Maske beschützt euch jetzt nach einem Kill vor weiteren Schüssen, aber nach einem Kill direkt gegen andere Gegner loszustürmen und diese dann zu killen, wird sich leider mit den 8 Sekunden nicht mehr ausgehen, außer sie sind wirklich in eurer Nähe. Denn 8 Sekunden, bis ihr da einen Gegner geortet habt, zu dem hingelaufen seid, ist Vergeltung schon längst ausgelaufen und die Maske hat keinen Effekt mehr. Also wie gesagt, von mir aus gesehen sind die Eingriffe ein bisschen zu stark auf die Maske, finde ich es ein bisschen schade, denn zurzeit wird sie wirklich von sehr vielen PvP-Spielern gespielt und wenn sie zum Beispiel Vergelten jetzt von 15 auf 12 runtergesetzt hätten, wird sie in Zukunft immer noch häufig gespielt, aber nicht von jedem Titan, der sie hat. Aber schauen wir uns dann mal an, wie sich's dann effektiv in der Praxis anfühlt. Denn ich hoffe, Bungie hat die Änderungen auch ausgiebig getestet, bevor sie sowas veröffentlichen bzw. sowas durchziehen. Zusammenfassend bin ich persönlich nicht recht zufrieden mit den Anpassungen, die Bungie da durchführt. Einmal PvE-Bereich, die Schrotflinte so krass zu nerven, werden wenige Spieler daran Freude haben, denn mir macht es einfach mega Spaß, Gegner mit der Pumpe zu melden, richtig runterzuschießen und das wird jetzt
denke ich mal, in Zukunft nicht mehr möglich sein. Sehr, sehr schade. Und auch die PvP-Spieler, besonders die Titan-Mains, werden auch keine Freude haben, denn die einäugige Maske wird in Zukunft weniger verwendet werden. Aber ich würde sagen, ich übergebe mein Wort an euch. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von den Anpassungen haltet. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten danke wieder mal fürs Zuhören, fürs Reinschauen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo und Like bitte nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.